Ja, mal wieder was zu dating anhand von Love Island. Wenn du das hier hörst, wahrscheinlich jetzt gerade noch mein 12-Euro-Gutschein, Chance 12. Und genau, dann ist auch erstmal Aktionspausen und vielleicht hast du Lust, bei der Liebeschiff-Party dabei zu sein, vielleicht hast du Lust, bei Live-Meditation mal mit dabei zu sein und so weiter. Genau, heute geht es um das Thema, ja, Menschen ändern sich nicht so schnell und weiß nicht, ob ihr Love Island verfolgt, da gibt es ja diesen Yannick, der es wirklich schafft, sich, weiß ich nicht, wie oft jetzt schon zwischen zwei Frauen nicht entscheiden zu können, so. Und kommen also immer neue Frauen rein und er findet dann immer eine gut und er findet dann andere gut und dann, weiß ich nicht, macht er so ein Dreieck auf zwischen den Frauen. Ich sag mal, keine fucking Dreiecke. So, auch nicht beim Dating, auch nicht mal auf alle, macht dann ein Dreieck auf. Ich fühle mich zu dir hingezogen. So, ich merke halt so bei Angelina so, ja klar, so, die ist eine hübsche Frau und so, aber da stimmt der Vibe halt nicht. Doch nicht. Nee, ich merke es halt nur, nee, ja, sie ist halt eine nette Frau und sowas und wenn ich Gespräche mit ihr führe, auch alles cool. Und kann sich dann nicht entscheiden. Dann sagt er einmal, der einen nicht finde ich hot, dann sagt der anderen, finde ich hot und die Frauen lassen das mit sich machen. Gut, die sind auch jung. Und dann kommen wir in die nächsten rein, da geht der ganze Kram wieder von vorne los, so. Und ist auch egal, er ist jung, egal auch, warum er das macht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber was können wir dann lernen beim Dating, wenn Leute bestimmte Verhaltensweisen zeigen und eine Neigung zum Beispiel zu Dreiecken? Das wird sich nicht so schnell ändern. Und dann darfst du nicht denken, dass du da reinkommst. Also was diese Frauen immer denken, sie kommen rein. Und sie, also gut, sie wissen es ja vielleicht auch nicht, aber vielleicht auch doch. Und denken sich, ja, mit mir macht er jetzt kein Dreieck. Nein, also Menschen machen ganz lange das, was sie halt machen. Also und klar, wenn jemand mal einmal irgendwas macht, dann ist immer die Frage, kann man vom Muster reden oder nicht? Und wie gesagt, das sind jetzt auch nur Beispiele, ich kenne den Yannick nicht und das ist ja auch nur Trash-Show, aber es sind halt viele Sachen wie aus dem, wie im echten Leben so, ne? Und also wenn du keine Dreiecke magst und du weißt, siehst, dass jemand ständig Dreiecke generiert, geh nicht davon aus, dass es dir anders geht. So simple Dating-Regel, sehr mächtig. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse auf Liebeschip und wir werden uns bald weitersehen. Wiedersehen.